5. So. 4. 3. 2. 1. Das war perfekt. Das war El Perfecto. Sein Vater. Perfekt, sein Vater. Wie gut. Ey, nein. Das war krass. Ja. Servus, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Squad Builder Battle. Heute geht es um diesen kleinen Flo. Ihr wisst es, ich habe ihn gezogen im Livestream. Der ist so klein gewesen. Hast du ihn auch gezogen, Bruder? Hallihallo erstmal, Freunde. Ja, ja, ich bin's, euer Seko. Seko ist auch dabei übrigens. Aber ich wollte nur mal wissen, hast du ihn auch gezogen? Natürlich nicht. Ah, natürlich nicht. Du hast so ein Pack-Luck, ne? FIFA 18. Aber gib's nicht. Hast du die Pack-Animation gesehen, wie klein der Spieler ist, wenn nein, man den sieht? Nee, zu krass. Hab ich nicht. Auf jeden Fall, Leute, das ist jetzt das erste Video direkt nach meinem 24-Stunden-Livestream. Also, ich hoffe, dass ich es geschafft habe. Wenn ja und wenn nein, trotzdem egal. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle am Start wart. Richtig korrekt von euch. Und jetzt, tut mir leid, Seko, tut mir leid. Heute Squad Builder Battle mit meinem Bruder Seko. Es ist das zweite Video zusammen und ich hoffe, dass es heute richtig geil klappt und heute Eskalation pur ist. Grüße dich, Bruder. Auf jeden Fall. Ja, hallo erstmal natürlich an Pato Crew, Pato Armee, beziehungsweise Pato Family. Ja, yeah, bra. Grüße euch und ja, natürlich macht es immer wieder Spaß, gegen Pato zu spielen, beziehungsweise auch was zu drehen. Ja, letztens hat es leider nicht geklappt, war mein Fehler, ich entschuldige mich nochmal, natürlich, Bro. Kein Problem. Aber jetzt geht es los. Ja, ich habe Pollenallergie. Es kann sein, dass ich ab und zu huste, deshalb... tut mir leid. Ich schneide das schon raus mit deiner Synchronisation. So geil. Ich hoffe, ich schneide das rein, Leute. Bitte schreibt das in die Kommentare. Das ist das einzigartigste Methode, die es gibt, sein Video mit dem Gameplay zu synchronisieren. So geil. Auf jeden Fall. Wenn ihr Bock habt und mehr Videos mit Seko sehen wollt, lasst doch gerne den Daumen nach oben da, dann sehe ich, yo, Seko ist ein geiler Typ, er ist eigentlich ein geiler Typ, aber ich hoffe, ihr freut euch, dass er hier auf dem Kanal ist. Im Anschluss guckt unbedingt bei ihm vorbei, hinterlässt gerne Abos, Daumen nach oben, alles Mögliche. Und ich würde mal meinen, wir haben jetzt sehr, sehr viel gefaselt, ich bin immer so einer, ich rede sehr, sehr viel. Ja, ich könnte auch hier 20 Minuten lang reden mit dir, mein Freund. Ist echt so. Starten wir oder hast du... Willst du noch Picknick machen mit mir, oder? Also ich habe mein Chai hier, mein Freund, mein Tee. Ich trinke nochmal und können wir dann sofort anfangen. Okay. Haltest du ran oder soll ich ranhalten? Wie du möchtest, mein Freund. Dann haltest du rein, mein Lieber. Okay. Ich hoffe, man sieht es ganz genau. Und? Ja, schon. Haltest du rein? Ja. Sehr gut. Und Leute, wundert euch nicht, dass meine Kamera im Hintergrund einen kleinen Rotstich hat. Ich musste den Raum ein bisschen abdunkeln, weil ich seit 2 Wochen oder 1,5 Wochen ziemliche Probleme mit meinen Augen habe. Aber wird schon. Auf jeden Fall, mein Stürmer wird werden Path to Glory Roberto Firmino. So eine geile Karte. Der, ich weiß nicht, was du mit dem ZOM. Alter, da bin ich jetzt gespannt. Ich habe mich trotzdem entschieden für die Baby Icon Del Piero. Oh. 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 Guck mal, Digga. Also, ich habe hier ZM Pirlo geschrieben. Pirlo. Okay. Aber Stürmer habe ich Del Piero geschrieben. Voila. Ich schwöre auf alles. Alter. Also ich weiß jetzt nicht, was machen wir jetzt? Nein, du hast Del Piero aufgeschrieben. Also ist Del Piero Ich habe wirklich Del Piero aufgeschrieben. Ach du Kacke. Das war eh obvious. Ich konnte nur hoffen, ob du Kaka oder so noch aufschreibst. Shit. Ach du Scheiße, Digga. Ich habe ein Abo. Digga, du musst am Arsch. Torwart oder kein Torwart? Soll ich so nett sein? Ich weiß es nicht. Pato, ja? Bro, Torwart. Alter! Shit, okay, gut. Dann halte ich rein. Ich hoffe auch, dass ich dir einen weg snipe, please. So, achso, ich bin ja jetzt dran. So, also, Aufstellung 4-3-2-1. Ja. Und links haben wir, ist eine Food Champions Karte. Habe ich mal vor, ich weiß nicht jetzt ganz genau,
vor einem Monat oder so gezogen, ja, und zwar Insigne von Napoli, 88er Bewertung, Freunde. Und fuck, den habe ich voll vergessen. Ich kenne Pato, der hat den 100%. Also in Form und auf der rechten Seite haben wir Bernardeschi von Juventus Turin, Freunde, 84er Rating, in Form. So. Super. Ich habe Alessandrini aufgeschrieben rechts. Das war mir so klar, dass du Alessandrini aufgeschrieben hast, aber auf der linken Seite, wie machst du denn da? Wie? Warum hat Joker gesagt, dass es eine gute Aufstellung ist? Ich habe Insigne natürlich aufgeschrieben, Brasco. War mir so klar, Alter. Aber hey, hättest du mir keinen Torwart gegeben, hätte ich dir auch keinen Torwart gegeben, aber okay, kriegst du auch Torwart. Also, sofort zack, wieder in den Verein. Ja, Torwart kommt da gleich rein. Ja, mach nice. Ich ganz zum Schluss. Nächste Runde. So, Freunde, ich halte mal jetzt schön hier rein. Und der Pato kann hier was ansagen. Let's go, man. Ich sage jetzt schon mal sorry zu jedem Einzelnen. Ihr wisst ja, mindestens eine Position pro Video ist bei mir leider ein Bitch-Move. Habe ich gelernt. Und zwar, ich weiß nicht, Milner wäre einfach zu auffällig, Fernandinho wäre zu auffällig. Und daher habe ich mich für Sadio Mané entschieden. Food Birthday Karte, eigentlich MS, bei mir ist er halt ZOM. Könnt ihn halt noch umswitchen als ZOM, aber ich lasse ihn ZOM. Das heißt, ein Position Change wäre das. Gut, zweite Karte, auf diese freue ich mich an und für sich mega, wenn du sie nicht aufgeschrieben hast. Ich habe mich entschieden für Alessandro Florenzi, aber ich glaube, den hast du sogar aufgeschrieben. Der dritte Spieler. Da habe ich endlich mal wieder einen Sinn für meine Food Champions Card, ne? 86 Bonaventura Road in Form. Den hast du. Scheiße, Alter. Ey, das mit Mané. Ja, dazu kommen wir gleich noch, mein Freund, bei mir auf jeden Fall. Ja, aber ich bin ehrlich, ich habe De Bruyne geschrieben, David Silva und Pirlo, ja. Ich dachte so, Pirlo trotzdem wieder mal. Aber nee. Nee, aber Bonaventura wollte ich wirklich auch nehmen. Ja. Aber ja. Danach dachte ich mir, Pirlo vielleicht, ja. Wem hast du, De Bruyne, ne, hast du aufgeschrieben? De Bruyne, David Silva und Pirlo. Sehr gut. Ich dachte, du nimmst Milner. Ich hab's so gedacht, oder Fernandinho, wegen Brasilien und... Nee. Okay, ich wollte Bonaventura nehmen, aber, ja. Okay. Hab mich für Pirlo dann entschieden. Dann halte ich so. Dann, wa? Oder? So, genau. Let's go, also, auf der linken Seite, links ZM, sag ich mal, so haben wir hier Tattoo Man, Nainggolan. Alter! Ja? Nainggolan haben wir. Dann haben wir Pirlo. Okay. Pirlo, ja, seine Special Card haben wir auch hier am Start natürlich. Andrea Pirlo. 91er Rating. Spielt der ZM? Ja, ZM. Okay. Und ja, ich habe auch so einen Bitch-Move jetzt gemacht. Ja, tut mir echt leid, mein Bro. Und zwar Inzaghi, Baby Inzaghi habe ich auch hier am Start. Von Stürmer auf ZM, Leute! Ja, aber ein bisschen Bitch-Move muss ich auch machen, ne? Bist du? Okay, ist okay. Alter! Okay, ich habe mich entschieden für Italien. Ich habe irgendwie komplett Nainggolan verschlafen. Florenzi, Bonaventura und Marchisio. Oh, ich habe mein Mittelfeld behalten jetzt. Ja, er nimmt den Sagi, Leute. Da, ja, was ich mal, du nimmst doch Mané, Digga. Ich hatte ein schlechtes Gewissen bei Mané, bei einem Position Change. Er macht nach drei. Ist egal. Jetzt sind wir quitt. Ist echt so. Außenverteidiger, Leute. Abfahrt. So, Leute, dadurch, dass ich jetzt ein bisschen Angst habe vor meinem Außenverteidiger, habe ich zu Seko gesagt, lass mich mal anfangen. Ich lasse Seko anfangen. Let's go, ich halte rein. Okay, links ist, glaube ich, ein bisschen leicht, deshalb fangen wir von auf der, also rechte Seite jetzt mal an. Also Rechtsverteidiger haben wir hier von Manchester United, ja, Valencia. Hören wir. In Form und oder normal? Normale. Leider habe ich die Coins, ich habe keinen Packluck wie du, mein Freund. Ja, sorry, ich habe ja nur. Dann haben wir hier auf der linken Seite, vielleicht bist du darauf gekommen, kann sein, haben wir Lukaku, seine Special-Karte. Kannst gleich rausgeben, das war so klar. Das war so klar, natürlich. Das war echt klar. Ja, da kommt auf jeden Fall eine Bronze. Ja. Hast du Bronze? Wen hast du auf der rechten? Auf der rechten Florenzi. Florenzi? Okay. Ich habe gedacht, okay, geht der jetzt nur Serie A oder macht der einen Wechsel? Nein. Gott sei Dank. Okay, haltest du rein? Ajo. So, jetzt. Alter, ich habe so Angst auf links. Ich schwöre es dir. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen verunsichert, als ich gesagt habe, das sind untypische Spieler für mich.
Natürlich ist das eine Special-Karte, dadurch ist er nicht untypisch für mich. Aber wir machen jetzt mal den Rechtsverteidiger. Das ist De Silvestri wegen Italien. Hm, könnte sein, dass du den hast, weil er, glaube ich, die einzige Special-Karte ist. Was war das gerade? Mach weiter. Und der zweite, ich mach's jetzt einfach. Oder ich ende ihn noch. Soll ich noch ändern? Team of the Season, Robertson. Oh mein Gott! Auf der rechten Seite, ich dachte, du machst was anderes da. Ich habe irgendwie Lichtsteiner genommen, aber Robertson habe ich aufgeschrieben. Nein! Ich schwöre es alle, ich habe Robertson geschrieben. Ich wollte das ändern. Ich wollte das ändern. Das ist krass. Alter, wir haben beide eine Sturmposition, egal, und beide einen Linksverteidiger. Ach, ich wollte noch ändern, schade. Oh mein Gott, das war krass gerade. Ja, okay, Leute, Innenverteidigung, Finale. So, ich halte mal jetzt rein, Finale angesagt, Freunde. Ja, so, let's go, Bro. Also ich habe eine Ansage gemacht, Leute. Und zwar, dass ich gesagt habe, er fischt mir jetzt keine mehr. Jetzt hoffe ich, dass das auch so ist. Ich habe so getan, als würde ich jetzt voll der Kreativkopf gewesen sein. Aber eigentlich ist das easy going. Ok Bonas, das erste Mal, glaube ich, dass ich eine Non-Rare-Gold-Karte reinsetze. Also seitdem ich Squad-Builder-Battle mache. Dann habe ich mich entschieden für, den wollte ich unbedingt mal spielen, Food Birthday Kuyate. Und erfahrungsgemäß der Torhüter, den ich hatte, schon mal gespielt habe, der hat mir mega den Arsch gerettet und deswegen verwende ich ihn nochmal. Das ist Inform oder Second Inform Joe Hart. Okay, schade. Hab ich dich hops genommen? Ja, also ich dachte mir so, du hast ja Bonaventura gesagt. Ja. Deshalb dachte ich, okay, mit Arsmai, dann geht er so weiter. Bonucci und sein Partner Musacci oder so, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Und Torwart Handanovic habe ich auch geschrieben. Ah, süß. Ja, das war echt süß. Aber nicht süß, genau. Okay. Ja, Mann. Ich halte so. Halten Sie bitte rein. Okay. So. Also die zwei Innenverteidiger. Also auf jeden Fall neben Valencia haben wir Kolasinac, seine Birthday-Karte. Ja. Wem? Kolasinac. Ah ja, Kolasinac, okay. Kolasinac. Alter, der ist stark. So, und ja, auf der linken Seite haben wir Vertonghen in Form. Nein! Hast du nicht? Hast du nicht, oder? Doch, Vertonghen in Form. Ich habe ihn gestrichen. Ehrlich jetzt? Ja. Und Torwart habe ich Cech. Alter, hast gut gemacht. Ich habe ihn gestrichen. Er war der erste Spieler, den ich aufgeschrieben hatte. Dann habe ich den durchgestrichen, einfach mit diesem hier so gemacht und habe Company aufgeschrieben. Company, okay, war auch okay. Und dann habe ich Bailly und De Gea. Ja, war mir klar, dass du Bailly nimmst und De Gea. War mir so klar. Deshalb ich war ein bisschen kreativ heute. Ich habe mich hingesetzt. Ich bin früher aufgestanden und habe mich hingesetzt, Freunde. Er hat den ganzen Tag dran gesessen. Er hat mir sogar geschrieben, Bruder, ich sitz an unseren Teams, dies, das. Ganz verzerrt. Auf jeden Fall, ich kaufe noch die Spiele ein, meine Freunde, und dann geht's los. Ich bin echt gespannt. Krank. Boah, wird krank hier. So, Leute. Alter. Ich habe 81 Chemie. Kolasinac wird so krank werden. Boah, also, dein Abwehr sieht jetzt nicht so gut aus, mein Gott. Nochmal. Ei. Let's go! Alter, das Spiel und den SDS. Fuck, ich hätte die individuelle Taktik reingeben sollen. Ich komm gar nicht klar gerade. Ey, der Typ ist ja echt klein, Bro. Ja, sag ich dir ja. Shit, 1 zu 0. Komm, Nengolan. 0 zu 2. Jetzt 0 zu 2. Jetzt such ich raus. Kriegst du Pirlo? Jawohl. Alter, Pirlo. Gar keine Chance, Leute. Krank und einfach. Und Bernardeschi kommt, Chubinko. Gar keine Chance. 3 zu 0. Jovinko. Wow. Ey, das wird dir gefährlich. Wird gefährlich. Mein Schuss wenigstens, krass. Bin ich ja stolz auf mich. Komm. Alter. Bernadeschi! Das wird jetzt mein komplettes Team weg. Boah, das war krank gerade, scheiße. Ja, gut gemacht. Ich habe keine Chemie, jetzt fällt's mir erst ein. Boah, jetzt aber.
eine Million. Richtig Glück gehabt. Alter. Ja, aber das geht nicht, wenn der Torwart nur Scheiße macht. Was macht er? Egal. Ja. Ach, Scheiße, Mann. Mit dem Torwart einfach, mein Gott. Da bin ich 1-5 im Rückstand, dann schießt mein Torwart ein Tor. Was ist das? Krass, okay. Ey, krass. Ja, die Nummer 1 schießt das erste Tor. Ja, jetzt muss ich aufpassen einfach, weil Pirlo kann nur eine Halbzeit spielen und dann ist er futsch. Ja, aber mein Team, es funktioniert nichts. Das wird die Quatsch. Das ist viel mehr. Das ist nicht mehr. Das ist ein Torwart. Nein. Was? Oh. Alter. Das anders geht alles so, keine Ahnung. Einfach so langsam alles, ne? Ja, ich muss extra, ja. Jovinko. Oh, ey, nein. Da hätte ich mir jetzt echt gedacht, dass er den haltet. Verstehe ich nicht. Guck ab. Boah. Könnte er rein, ne? So, jetzt wechsle ich mal meine Prime-Icons ein, meine Freunde. Ich hab keinen Bock mehr. Jetzt kommen die Prime-Icons. Pirlo ist schneller als Food Birthday, Mané. Hast du das gesehen? Das hä? Hast du das gesehen? Das war ehrlich jetzt krass. Sehr gut. Boah. Was? Nein! Was macht der? Nein! What the fuck? Typisches 90. Minute, Tor. Ach du Kacke, Alter. Ich war doch da. Mann. Alter, okay, zwei Stück. Ach, Scheiße. Besser als fünf. Ich dachte echt, du stoßt mein ganzes Team ab. Ey. Ey, ich dachte doch, ich gewinne dich jetzt 11-0. Nein, oh. Aber... Ey, ohne Scheiß, was war das gerade? Aber dein Pirlo war unglaublich. Ich Pirlo, ich weiß auch nicht, was Pirlo heute genommen hat. Ja, also wirklich, du hast es hochverdient gewonnen. Ich fand, meine Tore waren alles am Glück und das sage ich jetzt nicht nur so, weil ich vor meiner Community gut dastehen möchte. Aber Pirlo hat nur eine 8,2. Wie viel hat er bei dir? Warte, schauen wir mal. Pirlo 9,0. Ja, bei mir hat er 8,2. Ich weiß nicht, das ist alles so fake. Auf jeden Fall, ich schau mal ganz kurz die Schussstatistik. Krass, okay, ich habe 5 Schüsse aufs Tor, du hast 8 Schüsse aufs Tor. Achso, wirklich, sehr gut gemacht. Nochmal Respekt an der Stelle. Danke, Bro. 2 Spieler darf ich abstoßen. Also Leute, wir sehen uns gleich. 3 Spieler tun mir richtig weh. Das sind die Food Birthday Karten, Florenzi, Mané und Jovinko. Ich bin echt gespannt. Was hast du denn also teuerste sind? So für mich nur Mané und Florenzi, definitiv. Der teuerste ist, glaube ich, Florenzi, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mal gucken, was du da machst. Okay, Leute, ich bin auf jeden Fall bereit. Du kannst mir erst wirklich das Genick brechen. Oder ja, keine Ahnung. Warte kurz, ich mache noch einen Torsch. Den mache ich. Du hast 2 Picks. Es geht los. 2 Picks habe ich. Ah, ich nehme mal einen rechten. Also, ja, rechten Zettel. Nehme ich auf jeden Fall. Rechter ZM, das ist eine Champions-Karte. Bonaventura. Bonaventura, okay. Ja, okay, zweiter Pick. Zweiter Pick. ZDM, Sechser. Das ist eine Football-FD-Karte. Florenzi? Nein, Gott sei Dank nicht. Es ist Kouyaté. Gott sei Dank. Ja. Ich meine, du hast meiner Meinung nach sind es auch 2 kranke Karten. Also ja, gut, Kouyaté jetzt nicht unbedingt vom Wert, aber ja. Es gibt andere YouTuber, die Squad-Builder-Battle nur mit Goldkarten machen. Ja. Von daher, okay, Florenzi ist übrigens rechter Innenverteidiger und Mané habe ich ZOM. Ja. In den Glauben, dass du denkst, dass ich wirklich krank umstelle, ne? Und Jovinko ist Linksverteidiger. Und falls du für mich nur noch wissen möchtest, linker ZM. Ach du Scheiße, war auf so jeden knapp Fall alles. Krank. Also du hast mich echt hardcore an die Wand gespielt, das gebe ich zu. Hatte kaum Chance, ich bin absolut nicht mit dem Team klargekommen. Ich hatte nur 81 Chemie. Trotz allem, Leute, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und jetzt kommt noch ein krasser Squad-Builder-Battle bei Seko. Und ich habe jetzt schon Angst, ich sage es euch. Es ist ein noch teurer Spieler, also guckt unbedingt jetzt vorbei. Ja. Ich gebe dir das Abschlusswort, hat mir extrem Spaß gemacht. Ciao Leute, danke nochmal für den 24-Stunden-Livestream, Seko, du hast das letzte Wort. Jo, also wie du gesagt hast, gerade zum Schluss, okay, Bro. Danke, tschüss. Oder soll ich noch mal? Achso, okay. Ich wollte alles beenden hier. So, wie Pato das gesagt hat,
24 Stunden Stream. So, jetzt hab ich ja endlich. Hat er es geschafft und danach noch eine Aufnahme, dies und das. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Ich habe heute irgendwie Glück gehabt, ich habe gut gespielt. Aber jetzt auf meinem Kanal, oh, da wird es heftig, Digga. Rache, Bruder. Heftig. Also wie gesagt, Pato Family, Dankeschön. Ja. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.